Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen Mogeko Castle, ein Spiel, von dem mir die Screenshots unglaublich gut gefallen haben. Die sahen so süß aus, aber hinter diesem Spiel steckt wohl viel mehr. Es beinhaltet viele explizite Szenen und teilweise auch ziemlich heftige Themen, habe ich gelesen. Und deshalb werde ich mir mal Gedanken machen, ob ich dann vielleicht eine Warnung vorherschiebe oder, naja gut, das mache ich dann irgendwie. Ihr werdet es ja dann sehen und ich würde sagen, dann starten wir einfach mal. Okay, so wurdet ihr nochmal auf anderen Sprachen gewarnt? Hey, kannst du nicht schlafen? Hast du deine Medizin getrunken? Verstehe. Es ist okay, ich bin hier. Ich hoffe, es geht dir bald besser. Oh, ich weiß. Ich werde dir eine Geschichte vorlesen. Was für eine Art von Geschichte, fragst du? Sie ist sehr amüsant, traurig, gewalttätig, pervers. Diese Art von Geschichte. Ich denke, sie wird dir auch gefallen. Nun dann, lass uns beginnen. Es war einmal, dort gab es ein Highschool-Mädchen oder ein Highschool-Jungen. Ein Mädchen. Ihr Name war Yonaka. Eines Tages nahm sie den Zug. Ich muss nach Hause kommen. Heute ist der Tag, an dem Bruder zurückkommt. Also muss ich schnell nach Hause kommen. Es ist so lange her. Ich habe ihn wirklich vermisst. Oder ich vermisse ihn wirklich. Okay, wir können uns bewegen und interagieren. Wir können scheinbar auch laufen. Das probieren wir mal aus. So bewegen wir uns normal. Und so, ja, wer weiß, wofür wir es brauchen, aber wir bewegen uns doch lieber schnell. Wir haben eine rote Paprika erhalten. Mädchen mit leblosen Augen. Oh, ich hasse Züge. Das Mädchen mit, ja, den bunten Haaren. Hast du nicht auch Busse? Busse, das sind die schlimmsten. Die sind immer so einengt. Also, was magst denn du dann? Motorräder. Anstrengend. Ugh. Okay, die beiden haben sich echt lieb. Können wir hier noch irgendwo hin? Nö. Ich nehme an, der Pfeil zeigt uns an, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Na gut. Es dauert noch ein Weilchen bis zur nächsten Haltestelle. Wollen wir so lange schlafen? Ja. Letzte Haltestelle, Mogeko. Mogeko. Hä? Da steht's auch. Hä? Warte mal. Was? Diese Station? Oh. Oh, wir können es bewegen. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Was ist das für eine Haltestelle? Mogeko, noch nie davon gehört. Eine Verkaufsmaschine mit Dingen, die ich nicht aussprechen kann. Nehmen wir das erste. Aber wir haben kein Geld oder nicht genügend. Nicht ein einziger Besucher. Ist es einfach so, was? Ich guck mal kurz, was Backwater bedeutet.
Sowas wie Kaff. Ist es einfach nur so ein Kaff? Aber nein, ernsthaft, ich habe noch nie von dieser Haltestelle gehört. Nun, okay, für den Moment schätze ich, dass ich mich mal da vorne umschaue. Huch. Mache Frieden mit Prosciutto, ist das nicht Käse? Käse sage ich schon, Schinken. Schinken ist das doch, oder? Huch. Red Pepper and Pasta Association. Wir suchen jetzt neue Mitglieder. Möchtest du ein Pepperistchen werden? Für mehr Details rufe an unter dieser Nummer. Was für eine Art von Gruppierung ist das? Ah, ein Loch im Zaun. Ein Papierschnipsel. Muss Highschool-Mädchen hierher führen oder anführen? Okay. Vom 1. bis zum 31. jeden Monat ist Prosciutto-Tag. Esst Prosciutto für Weltfrieden, kosmischen Frieden, perfekte Klarheit, Impermanence, die Unbeständigkeit aller Dinge. Das ist einfach mal jeden Tag. Das sind wieder Löcher im Zaun. Großer Prosciutto-Verkauf, großer Prosciutto-Verkauf. Und das steht da noch viermal. All you can eat Geyser. 800 Yen pro Stunde. Ja, genieße ein Non-Stop-Stream, also so ein Intervall, dass man es immer weiter bekommt, von Geyser. Oder Gyoza wahrscheinlich, ne? Die habe ich letztens noch gegessen, aber ich weiß echt nicht, wie man es ausspricht. No, they ham? Wahrscheinlich ist das ein Fehler. Kenne deinen Schinken, würde ich jetzt einfach mal sagen. Finde ich gut. The Kaku. Kuku ist irgendein Vogel. Ich google mal kurz. Oder ich schaue auf meinem Handy auf der App. Okay, es kann entweder Kuckuck oder Nare heißen. Ich würde fast sagen, es ist der Kuku. Also, der Kuckuck singt nicht. Also tötet ihn und grillt ihn roh. Das wird euch schon zeigen, wie es ist. Okay. Feuersicherheitspraktisches Treffen. Lasst uns zusammen Feuer legen. Teilnahme ist kostenlos. BYOFBP. Bringt eure eigenen Feuerspuckkräfte mit. Das sind die Brandstifter der Welt. Okay. Round and round and round. Also es geht immer umher. Wo hört es auf? Mogeko Castle. 3 Kilometer. Na gut, ist klar, dass da Mogeko Castle steht. Einige der Buchstaben sind verblasst. Hast du steife Schultern, einen schlimmen Rücken? Wir empfehlen Prosciutto. Wow, wow, wow. Ich fühle mich, als würde mich jemand beobachten. Wow. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag sind Prosciutto-Tag. Esst Prosciutto, köstlichen Prosciutto. Was hat's mit diesen seltsamen Postern auf sich? Wie sehr kann jemand Prosciutto lieben? Es sieht mittlerweile ernsthaft nicht mal mehr aus wie ein Wort. Dort ist eine Karte von Sorten, möglicherweise, aber Yonaka kann sie nicht lesen. Was für eine Sprache ist das? Ich möchte Gyoza, steht dort in Blut geschrieben. Mogeko Forest. Der Wald ist geradeaus. Okay. Dieser Ort ist seltsam. Wieso bin ich hier gelandet?
Ich sollte zurückgehen. Das ist doch voll süß. Hä? Ist das ein Stofftier? Okay, das hat es gesagt. Es hat gesprochen? Ja, ich kann reden, Muggel. Du bist ziemlich süß, hä? Was? Highschool-Mädchen, richtig? Muggeltanz lieben Highschool-Mädchen. Hey, Leute! Okay, das ist nicht mehr so süß. Eher angsteinflößend. Mogge! Okay. Du und Muggeltanz, möchtet ihr Spaß haben? Das ist okay. Wir werden sanft sein bei deinem ersten Mal. Richtig, Jungs? Ja. Renne und hört nicht auf zu rennen. Ich frage mich, ob man Bad End kriegt, wenn man einfach stehen bleibt. Das machen wir jetzt einmal. Game over. Es war ein schlechtes Ende. Okay, man kann einfach da weitermachen. Das ist schon mal gut. Dann rennen wir. Wie wir noch nie gerannt sind. Wie lang ist dieser Weg? Oder müssen wir irgendwie nach oben? Nein, nein. Okay. Okay, okay. Wir laufen einfach weiter. Der Weg ist echt lang. Ah, da hört er auf. Sie sind fort. Ist das ein Traum? Ich war in dem Zug nach Hause, oder? Das ist alles nur ein Traum. Nichts Sonderbares passiert. Was geht hier nur vor sich? Ich begreif's einfach nicht. Aber ich kann hier nicht einfach rumhängen. Hä? Warum machst du nicht weiter? Ach so. Okay. Mein Handy hat keinen Empfang. Oh. Aber wenn ich meine Schritte zurückverfolge, diese gelben Dinger. Ja, und was sind diese Dinger? Katzen? Nein, sie haben geredet. Was ist das nur? Dieser Ort und diese Kreaturen. Sie haben versucht, mich zu fangen. Wieso? Was haben sie nur vor? Was werde ich jetzt tun? Lass uns erstmal ein bisschen beruhigen. Atmen. Puh. Was ist das? Wow, das ist ein großes Schloss? Ich habe noch nie so etwas gesehen. Wirklich? Wo ist dieses? Was für ein sonderbares Design. Dort sind Lichter an. Lebt dort jemand? Vielleicht können Sie mir den Weg nach Hause verraten. Aber mit all dem, was ich bisher gesehen habe, dieses Schloss und seine Anwohner. Trotzdem, ich kann hier nicht einfach nur stehen bleiben. Diese gelben Dinger, sie könnten zurückkommen. Sicher, sie könnten drin sein oder auch nicht. Ich schätze, dann muss ich mal nachschauen. Trotzdem habe ich ein schlechtes Gefühl nach dem anderen. Oh, ich kann mich wieder bewegen. Ich möchte nur gucken, ob die noch da sind. Oh, sogar noch mehr als vorher. Kann man wieder einfach weitermachen? Ja.
Das finde ich sehr cool gemacht. Aber mir gefällt das Spiel bisher echt ziemlich cool. Die Artwork... Da ist Blut. Blut? Dort drüben ist etwas. Also wie gesagt, also ich finde die Sachen ziemlich cool gemacht. Die Animation und auch die Musik gefällt mir unwahrscheinlich gut. Oh, eklig. Ich werde noch verrückt. Was geht hier nur vor? Bin ich... habe ich einen Albtraum? Scheint tot zu sein. Wie ist es dazu gekommen? Hat jemand es getötet? Wer? Gehen wir einfach mal weiter. Ah. Prosciutto erhalten. Okay. Aber ich würde sagen, bevor wir uns das Schloss anschauen, beenden wir den Part für heute und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Mogeko Castle, was ist hier nur los? Bis dann!